Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Abstandhalter in Form von Matten in eure Wände oder in eure Decken einbaut. Ich mache das Ganze so, also bei mir ist wirklich alles in 3D bei der Bewährung, außer die Abstandhalter, weil die einfach viel schneller zu erstellen sind in 2D und vor allem stört mich dann dieser kleine Strich nicht in der Ansicht, der sonst erstellt wird als Abstandhalter und das ist ja eigentlich kein Strich. Und dazu gehe ich als erstes in die Optionen Bewährung und stelle hier die 3D Automation aus. Also hier mit der Checkbox nicht angehakt ist 2D, angehakt ist 3D. Dann erstelle ich mir eine Einzelverlegung einer Matte. Erstmal ausrechnen, wie hoch muss die denn sein. Dazu gehe ich in meinen Schnitt rein. Schau mir zum Beispiel die obere Matte und die untere Matte an und messe den Abstand in der Bodenplatte. Jetzt habe ich hier in Y-Richtung 13 cm. Ich habe eine Q335A und das sind 8er Eisen, also 8 plus 8 sind 16, ich sag mal 1,5 cm, die drückt sie ein bisschen. Dann kann ich von den 13 cm 1,5 cm abziehen pro Matte. Das ergibt wieder 3 cm. Und deswegen komme ich auf eine BT10. Merke, die Ts benutzt du in liegenden Bauteilen wie Decken und wie Bodenplatten. Und die BS, die Schlangen, die benutzt ihr in den Wänden. Was dann die Baustelle draus macht, ist nicht mehr euer Problem. Gut, ich habe es jetzt auf 70 cm Abstand verlegt und habe hier so Pfeile noch dran geknüpft, dass man weiß, okay, hier wird es weiter verlegt. Ansonsten müsste ich ja alle einzeln einzeichnen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Einmal ein Schema, das muss reichen. Und wie viele Stück jetzt platziert werden müssen, rechnen wir uns aus. Wir messen einmal die Gesamtlänge. Da kommen wir auf 33,5 Meter. Wir benutzen den Taschenrechner. Also 33,5. Wir geben ein 33,5. Geteilt durch 0,7, das sind 47,8 Abstände. Das heißt 48 Abstände, im Klartext 49 Abstandhalter pro Reihe. Also 49 mal 2 ergibt 98. Ich summiere jetzt da auf 100. Ne? Also wir brauchen 100 Abstandhalter für diese Bodenplatte, circa. Und ich mache das so, ich mache Rechtsklick Position modifizieren. Und habe hier schon die Ist-Stück von 6, die ihr hier seht, auf 100 erhöht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Mattenschneideskizze mache, dann kommen bei mir 100 Stück raus. Bewahrt euch davor, die Stückzahlfaktoren zu modifizieren mit Lagenfaktor oder mit Bauteilfaktor. Denn wenn ihr jetzt, wenn ich mich jetzt in meinem Fall, wo ich diese Lagenfaktor auf 1 und Bauteilfaktor auf 1 lasse und kopiere mir jetzt zum Beispiel die Abstandhalter, dann habe ich nicht 100 Stück, sondern 101 Stück, 102 Stück und so weiter. Erhöhe ich aber den Lagenfaktor, habe ich auf einmal 200, 300 oder 400 Stück und dann wird die Baustelle euch ein bisschen ja, aggressiv entgegenkommen. Genau, jetzt zeige ich euch Mattenschneideskizze von den BTs, absetzen und jetzt 100 Stück genießen auf euren Plan. Wenn ich euch mindestens jetzt schon zwei oder dreimal weitergeholfen habe mit einem meiner Videos, dann ist ein Abo ja wirklich gerechtfertigt. Abonniert meinen Kanal, liked es und teilt es mit euren, ja, mit euren Freunden, mit euren, was heißt Freunden, mit euren Arbeitskollegen besser und zeigt ihnen, dass sie auch fortschrittlicher arbeiten können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.